Yo, Apo, du hast viele Hater, doch einer steht immer hinter dir. Ey yo, Apo, warum sind sie so gemein zu dir? Klar, die Fans waren enttäuscht, die Pranks waren einstudiert. Doch auf der Jagd nach dem Fame kann sowas leicht passieren. All die Haters sind doch nur Neider, die dein Style kopieren. Alter, es ist wirklich unglaublich, diese Szene ist so traurig. Trolle beite deinen Rap-Style und Shindy deine Outfit. Was für Mädchenklamotten oder schwule Frisur. Für mich bist du der beste Rapper seit Tupac Shakur. Kennt ihr Goethe und Kafka? Ja, das sind Apos Idole. Baba, dies, Baba, das, Baba, Statussymbole. Ein Arsch voller Kohle. Doch keiner ist kreativer beim Texten. Erzähl uns noch ein bisschen mehr von deiner Sneaker-Collection. Ey yo, Fresse wie gefotoshoppt, Fashion wie vom Modeblock. Und dazu ein Lächeln wie das Äffchen von den Schokopops. Range Rover Mansory in die Präsidenten-Suite. Apo, der verlorene Sohn des Limani Family. Und everyday is Saturday. Bitte, was soll das? Du wirst gedisst, nur weil du mit deinem Shit so richtig Erfolg hast. Diese ganzen anderen YouTuber stellen Klicks über Freundschaft. Ich kann verstehen, dass du danach erstmal ein bisschen geheult hast. An deiner Stelle würde ich diesen Julian verklagen. Mann, ich rette deine Ehre in den YouTube-Kommentaren. Aber Apo braucht das nicht. Apo, scheiß auf euer Mitleid. Denn Apo ist der King. Aha. Der King der Dislikes. 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 Ey yo, Apo, du musst wissen, ich bin mehr als nur ein Fan. Und ich weiß es ganz genau, irgendwann lerne ich dich kennen. Ich kann abends nicht mehr einschlafen, warte schon seit 3 Tagen jeden Nachmittag auf dich im Nike-Laden. Irgendwann kommst du vorbei, ich zähl die Tage im Kalender. Und dann fahren wir durch die City in deinem nagelneuen Benz. Wir gehen shoppen, dann ins Kino, zu McDonalds und Ikea. 1000 Tüten mit Klamotten, bis ich aussehe wie er. Wir würden massenweise Geld verprassen, 150 Selfies machen. Apo ist der Größte, ey yo, scheiß drauf, was die Hater quatschen. Das wird der Hammer, müssen wir gar nicht drüber reden. Mann, ich schwöre dir, das wär der schönste Tag in meinem Leben. Ich schieb hunderte Nachrichten auf dein Facebook-Profil. Doch dass du mich ignorierst, lag an meinem Selbstwertgefühl. Und dann letzte Woche hast du mich auf Instagram geblockt. Wenn ich heute daran denke, bin ich immer noch geschockt. Weißt du, was du mir bedeutest? Was ist eigentlich dein Problem? Ich dachte, wir sind Freunde, Mann, ich kann das einfach nicht verstehen. Auf meine seitenlangen Briefe, da kam niemals eine Antwort. Ich hab endgültig genug, ich kauf ein Zugticket nach Hamburg. Und wenn's abends dunkel wird, ja, dann warte ich vor deinem Haus. Schleich mich durch den Garten, schalte die Alarmanlage aus. Brech die Tür auf und nicht mal deine Hunde bellen. Heute Nacht schlaf ich bei dir, Apo. 24 Stunden Challenge! Yo, vielen lieben Dank an Sandro fürs Filmen. Auch an Patty vielen lieben Dank und den lieben O. Und natürlich auch an Jimmy, danke für den Hammer. Ich würde sagen, was findet ihr an ApoRed toll? Hier kommt ihr zum Muttervideo und hier kommt ihr zur Kolle-Parodie. Ich würde sagen, bleibt euch treu, feiert weiter in ApoRed. Gute Nacht. Komm, Apo, wir kuscheln.